Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Resurrection. Ich bin's, der Black. Ja, in der letzten Folge habe ich ja angefangen, hier ein bisschen vierfach komprimierten und dreifach komprimierten Pflasterstein zu machen. Und, Diablock brauche ich noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Den kann ich ja leider nur hier hinten drin machen. Willst du mich verarschen? Warum sind da Druckluftzellen drin? Im Extractor kriege ich leere Zellen wieder raus. Okay, da habe ich halt Luft reingepumpt in die Zellen. Warum auch immer. Habe ich wahrscheinlich doch mal was verkehrt reingelegt, aber ja, ist egal. So, jetzt haben wir da Druckluftzellen. Keine Ahnung, woher die kommen. Eigentlich habe ich das Zeug ja woanders hingelegt. Eigentlich sollten die in der Bending Machine sein. So, im Extractor kriege ich da wieder Dingens raus, ne? Hab gerade keinen. Warum hat er da Druckluftzellen? Ich verstehe es nicht. Ja, ist egal. Weißt du was, wir tun mal. Wahrscheinlich ist das hier irgendwie falsch angeschlossen. Also anders kann ich mir vorstellen nicht. Der Kompressor ist irgendwie verkehrt angeschlossen. Das müssen wir irgendwann ändern. Die Zellen gehen erstmal hier rein. Ist egal. So, und jetzt können wir eigentlich Bedrockium-Barren. So, einen Hopp. Bedrockium-Barren machen. Ich habe es übrigens mir einfach gemacht, wie man sieht. Bin ich erstmal sau langsam jetzt mit dem Bedrockium-Barren. Ist ja auch genug Cobblestone. Ich habe es mir halt relativ einfach gemacht. Ich habe einfach mal hier den tiefen Speicher hinten abgebaut. Und habe den hier hingesetzt an den Storage-Bus. Damit hatte ich Zugriff auf sämtliches an Cobblestone. Ich baue es jetzt mal wieder um. Hopp. Aha. So. Okay. So ist besser. Den Bedrockium-Barren. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wofür ich den gebraucht habe. Den tiefen Speicher sollte ich vielleicht runterklatschen, aber erst mal lagere ich das Teil hier drin, sonst komme ich ja nie nach Hause. So, okay. Hier runter. Einmal rein damit. Wunderbar. Als nächstes Bedrockium-Barren. So. Ich hatte eigentlich, soweit ich mich erinnere, Add Power Converters. Power. Nicht Add Hour. Power. Ach nee, warte mal, halt. Ich war schon einen Schritt weiter und zwar bei den Energie, Transfer nur die Energie. Also das hier, Energieextraktionsrohr. Keine Ahnung, die hier brauchen wir, Energierohre. Und da, dann, Nodi noch. Nee, warte mal, da schreibe ich nur noch Nodi rein. Nodi, so. So, Hyper Energy Nodi. Dazu braucht mir den Bedrockium-Barren, aber ich brauche noch einiges von denen hier. So ein Such-Upgrade Breite zuerst brauchen wir. Vier Transfer-Nodi, machen wir das erstmal so. 1, 2, 3, 4 und dann nochmal 3. Okay, vier Transfer-Nodi, machen wir erstmal die hier. So und so, das sollte kein Problem sein. 1, 2 plus das, was oben ist, machen wir mal 3. Weißt du was, ich mache gleich mal ein paar mehr. 4, 5, 6, 7, 8. War das 8? Weiß ich nicht, jetzt sind es 8. So, Gold. 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 Und das Such-Upgrade Breite zuerst. Da ist es. So. Dazu brauche ich erstmal die Geschwindigkeits-Upgrades. Die sollten eigentlich kein Problem sein. Machen wir ein paar mehr. Einfach nur just for fun. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir es nicht haben. Die haben wir. Das Such-Upgrade, da brauche ich auch viele Speed-Upgrades. 1, 2, machen wir mal so. Noch eins. So. Jetzt so. Und bekommen 9 bereite zuerst Upgrades. Das sollte eigentlich locker ausreichen. Ich glaube, 2 hätte ich machen wollen oder 3 oder 4 Maximum. Aber ja, mit 2 komme ich auch recht. Halt, das Ding steht ja jetzt hier drinnen. So, ich habe es übrigens auch angeschlossen, unten drunter steht das Teil jetzt, ne? Also unten drunter ist die Energiequelle. Nicht, dass jemand denkt, ey, der Cheater, da ist ja gar kein Strom drauf. Doch, ist. Hopp, hopp, hopp. Und hopp. So, kannst du wursteln, ne? Ich denke, der wurstelt auch los. Das wird jetzt eine Weile dauern, bis diese Hyper-Energy-Transfer-Nodi, oder die, erstmal die Energietransfer-Nodi soweit sind. Und, welche Wort? Extra Utilities. Add extra Utilities. Ich will nur gucken, ob ich da eventuell nötigenfalls auch andere Rohre für brauche. Bin mir nämlich nicht sicher. So, wir hätten hier Hyper-Rationierungsrohr. Ich glaube, das ist es nicht. Exchange Energy, NXT-Extraktionsrohr ist es, glaube ich, auch nicht. Mod-Sortierungsrohr, Überkreuzungsrohr, sie werden die normalen Energierohre sein, die da funktionieren. Rationierungsrohr, Filterrohr, ja, Hyper-Rationierungsrohr ist was anderes. So,
Und ja, wie gesagt, Anziehung nur die Flüssigkeiten, Items, keine Ahnung, was die machen. Aber das hier, das Transfer nur die Hyper Energy, haut auf jeden Fall ordentlich an RF raus. So viel schaffen die Systeme definitiv nicht. Deswegen werden wir das auf jeden Fall machen. Energierohre können wir noch ein paar machen. Energierohre. So, da sind nämlich nicht mehr so viele da. So, 64, ich denke, das reicht jetzt erstmal. Sobald ich das Teil hier durch habe, beziehungsweise das braucht eh noch eine Weile. Wir können mal nach dem Tungsten gucken. Tungsten. Ja, 5 Stück haben wir wieder. Ich brauche 2 von denen. Das heißt noch 3 erstmal so. 1, 2, 3. Erstmal 3 so. Ich brauche dann aber auf jeden Fall für das eine Teil dann sowieso noch ein bisschen was. Das heißt, diese 3 kommen in den Extruder nicht dahin. Extruder. So. Nein, nicht Extruder. Obwohl, das ist jetzt nicht verkehrt. Die eine Platte brauche ich sowieso, aber ich brauche sie in der Wire Mill. So, also nochmal Tungsten. So. Nochmal Wire Mill. Flirp. Okay. Jetzt passt's. Dann Tungsten. Das Ding raus. Einmal so. Einmal so. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, war das verbunden oder nicht. Na, Quada, da ist er ja. Naquada brauchte der hier. Der brauchte Osmium Wire, die möchte ich noch hinbekommen. Aber erstmal. Wozu brauchte ich denn hier Tungsten? War das gar nicht hier? Ach doch, hier, genau hier. Tungsten-Kabel. So? Ne, Kabel heißt, dass die vermatscht sind. Das heißt, so hier. Vierfach Tungsten-Kabel. Okay. 1, 2. Ich habe aber 2 gemacht. Ach, da unten. Okay. Wollte ich gerade sagen. War jetzt leicht verwirrt. So geweit, so gut. So. Damit können wir das hier machen. Und wenn ich jetzt hier das Osmium-Wire noch hinbekommen würde, gucke ich mal nach das Osmium. 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 Achtfach haben wir nur. Oh, Sauerei. Nehmen wir die hier mal raus. Machen wir so. Weißt du was, ich kann die eigentlich alle durchwursten hier. So, komm, machen wir alle wieder klein. Gegebenenfalls kann ich die dann hinterher immer noch wieder groß machen. Ist ja schön, dass man die so schön auseinandernehmen kann. So, ich brauche vierfach. 1, 2. 2 Stück, das reicht ja. Genau. Beziehungsweise, nee, ich brauche ja 3, 4. So ist richtig. So, und das nochmal vervierfacht. Hep. Vierfach Osmium Wire, links und rechts. 1, 2. Sehr gut. Damit müssten wir theoretisch Naquada, den dicken, fetten Naquada-Reaktor, hinbekommen. Ja, huha, huha. So, hier ist er. Hier steht er. Hier, ich weiß gar nicht, wo ich den jetzt so direkt mal hinstellen will. Vielleicht packe ich den einfach hier hinten in die... Nee, das wäre doof. Weil dann gibt er Energie links und rechts ab. Hier fliegt mir dann alles in die Luft. Also da dazwischen kann ich ihn nicht packen. So geht das natürlich nicht. Heißt aber, dass ich... Ne, theoretisch könnte ich den davor packen. Und das dann da hinten rumleiten. Das würde gehen. Dazu brauche ich aber erstmal den Produzenten, den ich hier reinpappe. Ich hau das Ding erstmal hier hin. So. So sieht er übrigens aus. Naquada-Reaktor. Und zwar die dicke, fette Variante. Hier kommt die Energiezellen rein. Ich hau jetzt keine rein. Ich will jetzt ja nichts verschwenden. Links und rechts und hinten schließe ich einfach die Kabel an. Und dann läuft der. Übrigens das Bild, was hier drauf ist. So ähnlich sahen die Naquada-Reaktoren auch in Stargate aus. Wird er wahrscheinlich ein bisschen adaptiert haben. Finde ich cool. Also. Ich nehme mal an, dass ich auch von links und rechts Strom rausholen kann. Das muss ich noch testen in den Einstellungen oder wie ich es einstelle. Das werden wir ja sehen. Das kriegen wir schon hin. Von unten, was haben wir da denn von unten eigentlich von Dingens? Aber normalerweise ging das ja bisher immer. Also zumindest da hat GregTech keine Anschlussprobleme gemacht, dass ich irgendwo sagen musste hier, jo, ich muss das irgendwie scheiße anschließen. Ich kann ja mal kurz eine Wrench, habe ich da. Genau. Kann ich hier irgendwas umstellen? Und ich kann den drehen, wie ich will. Na immerhin, wenn ich irgendwie merke, dass irgendwas doof ist, dann kann ich den ja umdrehen. Sehr gut. Also hier macht wieder Po, das heißt, ich muss mal wieder pennen gehen. Verdammt. Po! So. Boing.
da fertig. Sehr schön. Als nächstes. Das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Ich brauche natürlich noch ein bisschen Tungsten mehr, um schon allein diese Power-Convert, das Ding da noch hinzubekommen. So, warte. Add Power-Converters. Und zwar HS-Produzent brauchen wir ja nicht. Universal-Ladegerät geht ja nicht. Converters, und zwar US-Konsument. Wo ist denn das Ding hier? LUV-Consumer. Den hier. Genau. Da brauche ich also nochmal viermal Tungstenkabel. Das, was wir jetzt mühsam zusammengewurstet haben. Und nochmal vier von diesen. Und nochmal eine solche Lucretius Voltage Battery Buffer. Na gut, die Osmium Wire kriegen wir hin. Hier brauchen wir auch nochmal Tungstenkabel. Also es wird... Billiger wird es jetzt nicht gerade. Muss ich sagen. Habe ich kein Chrome mehr? Chrome? Na, natürlich nicht. Zumindest nicht in Plattenform. Hab 16. So. Wiremill, Bending Machine. Das geht so nicht. Didit. Du dahin. Du kommst her. Und gehst da rein. Genauso wie die hier. Dann kann der hier durchwursten. Dann kann ich ja zumindest da schon mal grob anfangen. Die Hyper-Dinger da, wie sieht's da aus? Ja, vier hätten wir schon mal. Das heißt, ich krieg dann auf jeden Fall einen so einen Hyper-Rationierungsteil hin. Ich hätte noch ein Bedrockium mehr machen können, fällt mir gerade ein. Ja. Machen wir einfach, wir haben Zeit. Komm, dann bauen wir das nochmal um. So. Ging ja relativ schnell. Also ich habe 2 Minuten gebraucht, um das Ding hinzuwursten. Das größte Problem war halt die Lecks. Oder 3 Minuten besser gesagt. Das größte Problem waren halt Lecks. Die versuche ich mal zu vermeiden. Lecks vermeiden. Guter Witz. So. Cobblestone angeschlossen. Hopp. 5 Millionen haben wir noch. Dann da rein. Und dann erstmal, ja, jede Menge Zweifachen machen. Ich klicke mich hier gerade tot und muss jetzt erstmal eine halbe Stunde warten. Zählt leider nichts, aber ja, was willst du machen? Wie gesagt, das System kommt irgendwie nicht hinterher. Siehst du, das ist sogar so langsam, dass es sogar das Rezept rauszieht hier. So. Jetzt aber. Na komm. Ich sitze hier irgendwie immer. Ich rutsche immer ins... muss ich mir angewöhnen, dass ich nicht so ans Mikro ranrutsche. Weil erstens ist das Mikro dann viel, viel lauter, als es sein sollte. Und zweitens, ich bin es halt die ganze Zeit gewohnt gewesen. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass das so funktioniert. Aber, ja, ihr wisst ja, wie das ist. Manchmal funktioniert das mit dem Einstellen, aber du rutschst halt trotzdem noch in die alte Position. Das Mikro ist lauter und ich sitze schief in der Kamera. Erinnert mich dran, Leute. Ihr seid da gefordert. So, okay. Schon wieder das Rezept raus. Nö. So. Ich rechne mir jetzt nicht aus, wie viel ich davon brauche. Ich mache da einfach mal pauschal. Hopp, hopp. So weit, so gut. Wieder. Immer dasselbe. Ja. Ich stehe wenigstens nah genug dran. Ich mache noch einmal. Und dann fangen wir an, Doppeltes und Dreifaches zu machen, ne? Sollte eigentlich hinhauen. Guck hier unten, da ist der komprimierte Pflasterschein schon angekommen. Hui. Schon wieder die Hälfte weg. Düt. Schnief. Nochmal. Okay. Das hier raus. Dann machen wir so. Das so. Das wieder ins System. Und dann haben wir schon mal Doppelten. Wir brauchen ja nochmal 4 Vierfache und 4 Dreifache, wenn ich mich nicht ganz stark irre. Ja, klar, was sonst? So, okay, das sollte aber eigentlich hinhauen. So, da wären wir schon bei den Dreifachen. 54. Okay, doke. 1, 2, 3. Hallo. Nicht immer hier rumspackern, ja. So. 3, 4. Soweit, so gut. Die 4 Dreifachen hätten wir damit ja auch noch. Insofern passt das ja. So, die hier kann ich wieder reinhauen. 1, 2, 3, 4. Schwipp. Ach so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 von denen noch. Haben wir nur noch fast 1000 Diamanten. Oh, jetzt bedauere ich mich selber. Also, aber was willst du machen? Was muss, das muss. So, Diamanten. Müssen wir kurz warten, bis das Ding reinkommt.
Diamanten. Achso, der kommt ja nicht rein, weil das hier hinten irgendwie rumspackt. Dann eben so. Hopp. Und hopp. Bedrockium. Sehr gut. Achso, gleich mal einsortieren. Schlurp. Beziehungsweise Bedrockium. Gleich mal rausholen. Juhu. So. Hier haben wir zwei. 7. Einen brauche ich auf jeden Fall noch. Den Rest, den nehmen wir dann raus. Und dann machen wir das durch Bedrockium ersetzenderweise. So, das Zeug raus. Und dann, ja, hoffe ich mal, Tungsten. Gucken wir da mal wieder. Tungsten. Ich kann zumindest hier schon mal die 4 Platten machen. Wir brauchen noch viel, viel mehr Tungsten. Ich muss dann wahrscheinlich wirklich mal ein paar Minuten Pause machen. Ich mache erstmal die Platten. Die Platten, Bending Machine. Sortiert auch nicht mehr aus. Sauerei. Nein, du doch nicht. Nein, du doch nicht. Du doof, du. Hier Tungsten, die drei sollen rein. Okay, diese Chromplatten können wir dann auch noch verwenden. Wie sieht es hier aus? Ja, arbeitet noch. Lalalala. Und wie das arbeitet. Okay, ich kann ja immerhin schon mal sagen, hier das Zeug hier rein. Sehr schön. Damit hätten wir den letzten Transfer-Nodi. Das kann ich alles erstmal rausschmeißen. Und jetzt muss ich nochmal gucken. Hyper Energy Transfer Nodi. 1, 2, 3, 4 nur. Okay. Nicht aktivieren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bedrockium, das kommt hier. Und dann kann der Hyper Energieren. Das wird jetzt eine Weile dauern, bis das Ding gecraftet ist. Auf jeden Fall, die brauchen oder die ziehen extrem viel Energie. Ich habe das, wie gesagt, steht jetzt hier nicht da. Aber diese RF-Kabel schaffen ja nur 2000 RF. Das sind 512 EU. Ich weiß jetzt nicht, wie viel so ein Energy-Cable schon zieht. Auf jeden Fall einiges mehr. Wir haben ja hier schon einen solchen Energy-Nodi installiert. Der hat, ja, das ist nur der Speicher, was da drin steht. Man sieht schon, der Speicher wird nicht voll. Was aber auch daran liegen kann, dass der halt das meiste schon aus den Solarpanels hier rauszutscht und die wenigste Energie hier runtergeht. Weil, wie gesagt, das Teil verbraucht ja einen Haufen Energie, einen Haufen Saft. Naja, wie gesagt, ich mache zwei Stück. Einerseits, weil ein so ein Dingens, hoppsa, unten bei den Dingskabeln hin soll. Da werde ich jetzt gleich mal auseinanderrupfen. Hier nämlich. Oh. Naja, muss ich neues Glas setzen, ist egal. So, nehme mal hier die Vorladegeräte ab. Ja. Okay, jetzt muss ich natürlich gucken, wie habe ich das hier verbunden. Und so weiter und so fort. Und das wird dann eigentlich im Prinzip durch Energierohre ersetzt. Ja, so. So, so. So. Ja, wie gesagt, das ersetze ich durch Energierohre, die halt ein bisschen mehr schaffen. Und dann könnte ich eventuell den hier doch ein bisschen besser auslasten. Mit dem Naquada dann, wenn denn der Anschluss vom Naquada noch steht. Das werde ich dann auch über den Tesserakt noch verbinden. Die Tesserakte verbinden oder ja, produzieren ja eh unbegrenzt. Wenn das mit dem Naquada noch steht, dann kommt dann hier so viel Fett, viel Energie raus. So mein Plan zumindest. Dass das spitze wird. Bestimmt. Dabei fällt mir ein, ich habe noch so überhaupt keinen Screenshot gemacht. Ich mache mal hier Screenshot so. Die ganzen Folgen noch nicht. Naja, wird wieder Arbeit werden, die ganzen nachzuarbeiten. Aber ja, gut, okay, muss sein. Hier können wir auch mal einen machen. Hier so, die schöne pinke Maschine. Also höher als das hier geht es ja sowieso nicht. Das ist gut. Chrome könnte man eventuell auch mal so einen Data Orb machen. Weil Chrome ja nun, sieht man ja, für höhere Level geht es auch gebraucht wird. Tungsten eventuell auch, weil da haben wir ja nicht so viel. Hast du eigentlich hier schon... Ja, das Iridium hast du durch. Ist okay. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, was ich an den Nodis noch habe. Weil ich würde gerne noch ein bisschen was effektiv schaffen. 3 Transfer-Nodi, Hyper Energy, Glasfaserkabel. Quatsch. Rohr, Energierohre. Bitteschön, dankeschön. Ja, damit. Dann ist das hier eigentlich. Das ist noch ein Tiefenspeicher, wo noch ein bisschen was drin ist. So, das Hyper-Energierohr, das speisen wir einfach hier an den Dingens an. Und zwar seitlich. Weil ich weiß nicht, ob der dann aus der Maschine, wie das funktioniert, dass der das richtig aus der Maschine zieht oder auch nicht. Das hier ist doof.
Ich habe da eine Idee. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das könnte funktionieren. Kaver. Nehme ich mal eins mit. Lalalala. Na. So. Hier. Ich überziehe schon wieder. Aber wie gesagt, sind die letzten Folgen. Da darf ich das sicher auch mal, dass ich hier mal ein bisschen länger mache. Ich denke, das stört euch überhaupt nicht. Zip. Kann ich hier vorbei jetzt? Nein, kann ich nicht. Im Prinzip leitet der dann ja die Energie wieder in das System hinein. Das wäre ungünstig. Insofern werden wir das hier umstellen. Werden hier erstmal das Teil abmachen. Dann baue ich den hier noch ab. Und dann den hier auch. Gut. Ich habe den extra so abgebaut, dass ich hier nicht in den Laser reinhaue, weil der könnte schon Aua machen. Ich setze den Tesseract hier unten hin, einfach damit es hier keine Probleme gibt, dass das Zeug hin und her gepumpt wird. Der pumpt es da raus und schiebt es da wieder rein. Das wäre ja blöde. So, Query läuft. Ja, Mobfarm läuft. So gut, soweit, so gut. Das heißt hier hin. So, ich will ja ungern. Muss ja nicht jeder sehen. So. So. Das heißt, ich mache ja auch mal den noch weg hier. So. Und so, dann sieht man halt auch, selbst wenn man hier von Weitem reinguckt, nicht unbedingt die Kabel. Das wäre ja schon nicht so schlecht. Beziehungsweise hier ist schon wieder. So. Kann ich ja nicht gleich einen Ring machen oder sowas. Das teilt sich dann schon auf. Habe ich beschlossen. Dann habe ich hier eine Ringleitung sozusagen liegen. Kann sich da die Energie gleichmäßig verteilen. Ist okay. So, hier haben wir, da haben wir, da haben wir, da haben wir noch nicht. Okay, dann machen wir mal hier einen Screenshot nochmal. So, und ich würde mal sagen, den Rest, den machen wir dann definitiv in der nächsten Folge. Leute, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folge 398 und 399 und dann zum Abschluss 400. 3 Stück haben wir noch vor uns. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.